with his all-star band, Mr. Ringo Starr! Ringo Starr, Ex-Drummer der Beatles, meldet sich auf der Bühne zurück. Mit seiner All-Star-Band geht er auf Europa-Tournee. Der Vollblutmusiker hat neben seinem Einsatz als Schlagzeuger der Beatles stets auch erfolgreich Soloprojekte realisiert. Vor kurzem ist sein letztes Studioalbum fertig geworden. Ich habe mein letztes Album vor 5 Wochen fertiggestellt. Aufgenommen haben wir es in Los Angeles, abgemischt wurde es in England. Ich glaube ja immer, dass das letzte Album das Beste ist, aber man muss sich das erste anhören, das Ringo-Album, das war der absolute Hit. Ich liebe es nach wie vor, weil es meine Karriere ins Rollen brachte. Ich fühle mich geehrt, dass ich vor so langer Zeit angefangen habe und immer noch dabei bin, einfach weil ich es kann. An Selbstbewusstsein mangelt es dem 1940 in Liverpool geborenen Musiker wahrlich nicht. Und das ist auch kein Wunder. Schließlich kann er auf eine beachtliche Musikerkarriere zurückblicken. Von 1962 bis 1970 saß er am Schlagzeug bei den legendären Beatles. Auf jedem Beatles-Album sang er mindestens einen Song. In manchen Fällen wurden die Liedtexte und Melodien extra für ihn verfasst, wie zum Beispiel bei With a Little Help from My Friends. Ringo Starrs Solokarriere war seit der Trennung der Beatles nicht nur von Erfolgen geprägt. Viele Produktionen floppten beim Publikum. Auch privat musste er mit einigen Niederlagen fertig werden. 1979 brach er in Monte Carlo zusammen und musste operiert werden. Im gleichen Jahr zerstörte ein Feuer sein Haus in L.A. Dabei ging ein Großteil seiner gesammelten Andenken aus der Beatles-Zeit verloren. Doch Ringo Starr ist ein Stehauf-Männchen und dafür wurde er vor gut einem Jahr mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood belohnt. Jetzt starten Ringo Starr und seine All-Star-Band ihre Europatournee in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Anfang Juli stehen auch Konzerttermine in Hamburg, Düsseldorf, Berlin und München auf dem Programm.